herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Hallo. Wir haben den Ovali vom Strahlen zurückbekommen und ob wir da böse Überraschungen und welche böse Überraschungen wir da erlebt haben, das seht ihr heute. Ja, viel Spaß. Ja, er ist auf jeden Fall schön blank geworden. Alle Farbe komplett, alles beseitigt. Und dann kommen halt die Stellen zum Vorschein, wo schon mal was gemacht wurde oder was gemacht werden muss. An fast allen Stellen wurde halt schon was gemacht. Was halt damals die Reparaturen waren, ja gut, da war das Auto halt nichts wert. Gell? Da wurde mal hier ein Blech eingeschweißt und da für TÜV. Das muss halt jetzt wieder ausgebessert werden. Wir hatten das Auto beim Strahlwerk Deluxe und die haben nicht das Auto gesandstrahlt, sondern genau genommen haben die das Kunststoff gestrahlt. Und der große Vorteil bei diesem Kunststoffstrahlverfahren ist, dass das von dem gesunden Blech eben nichts wegnimmt. Und das ist also sehr, sehr schonend. Und daher ist das für einen Oldtimer optimal. Das Schöne ist, dass aber trotzdem sämtlicher Lack und sämtliche Spachtelmasse runtergeht. Ja, und wie das üblicherweise so ist, wenn man sowas macht, dann gibt es da natürlich auch die eine oder andere Überraschung. Wir müssen sagen, dass es, naja, so zwei, drei Stellen gegeben hat, die wir nicht auf dem Schirm hatten, von vornherein, die wir uns besser vorgestellt hatten. Aber insgesamt ist die ganze Sache trotzdem überschaubar, so wie wir uns das eigentlich gewünscht hatten. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich nehme mal die Kamera und dann gehen wir einfach mal ums Auto rum und gucken uns das Ganze mal an. Was hier schon bekannt war, war der Unfallschaden, den man hier vorne sieht. Interessant ist, dass die auch alle möglichen Ecken zugespachtelt haben, die man von, ja, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass da nicht unbedingt gespachtelt wird. Also, dass das hier vorne so extrem wellerig ist, das war uns nicht bewusst. Da müssen wir mal schauen, was wir hier an passenden Flächen für das Baujahr bekommen. Dann hier im Innenraum, da hattest du noch gesagt, hier fährst du da normalerweise immer durch. Ja, oder hier an Seiten halt, wo es hier noch gut ist. Und die Seiten sind auch weiterhin gut, aber hier vorne hat natürlich, hier hat schon mal jemand ein Blech reingeputzelt und das war tatsächlich auch wunderbar mit Spachtelmasse glatt gezogen worden. Man hat es überhaupt nicht gesehen. Ja, dann hier auf dieser Seite haben wir natürlich auch hier die Ecken von dem Unfallschaden und auch hier die Schraubkante ist schon eingesetzt worden, so wie hier unten dieser Bereich. Gut, das hier unten ist ja immer, aber das muss ja eh raus, wenn die Heizkanäle später neu kommen, muss die Ecke ja sowieso raus. Das gibt es ja als Reparaturblech, das ist ja kein Problem, die Ecke. Der Schraubkante, das kann man auch machen. Was ebenfalls bekannt war, waren natürlich die Heizkanäle. Da hatten wir ja schon mehrfach in dem Vorstellungsvideo und auch in der Bestandsaufnahme schon darauf hingewiesen, dass die erneuert werden müssen. Das ist, denke ich, ganz klar. Das war auch keine Überraschung für uns. Nein. Was wir nicht gesehen hatten, war hier unten das Blech. Gut, wobei du auch gesagt hattest, dass das immer, eigentlich auch immer an der Stelle durch ist. Ne? Und das muss ja eh, wenn jetzt die Heizkanäle gemacht werden, muss das ja eh auch raus. Also ist das jetzt nicht so schlimm. Das Blöde ist das hier, was sie hier gemacht haben. Dass sie das so weit, so hoch eingeschweißt haben, die Schraubkante. Aber man kann schon erfühlen, dass unten drunter noch Blech vorhanden ist und wenn man das abnimmt, dass man es vielleicht dann nur hier ansetzen muss, das Neue. Und dass unten drunter das gar nicht so schlecht ist, so fühlt es sich an. Nur für die war es wahrscheinlich das Allereinfachste, das hier so mit anzuschweißen und dann richtig zu spachteln. Man hat es ja überhaupt nicht gesehen, gell? Gar nicht. Ja, wir gucken mal gerade innen rein. Vielleicht kann man das darstellen. Ja, also hier, ich guck mal. Ich glaube, das wird zu dunkel. Also hier haben wir schon mal reingegriffen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sehen kann. Nee. Aber da kann man eben auch fühlen, dass da noch Blech vorhanden ist. Das gleiche ist auf der anderen Seite. Gucken wir auch noch mal kurz rein. Hier sieht man es, glaube ich, besser. Genau. Also hier sieht man, wie weit das originale Blech noch geht. Und da haben wir einfach die Hoffnung, dass wir das vernünftig ansetzen können. Ja. Und dass wir dann vernünftige neue Innenradhäuser bekommen, die wir dann komplett einsetzen können. Die hatten ein komplettes Seitenteil, haben sich das hier ausgeschnitten. Hier auch künstlerisch gemacht mit so einem schönen V.
aus einem Rad, aus dem Seitenteil von einem späteren Baujahr. Ja, und da haben die sich hier ausgelebt. Und hier die Aufnahme, die ist ja eh, das ist ja auch immer durch. Hat man auch schon gesehen, dass hier ein Flicken war. Also das sollte jetzt kein großes Problem sein. Dann auch wieder die Ecke. Aber muss ja, wie drüben schon gesagt, sowieso neu. Wegen dem Schwellerheizkanal. Ja, was wir eben auch schon wussten, war, dass hier vorne von der Spritzwand und eine kleine Ecke raus war. Da ist auch nichts Neues dazugekommen. Das ist im Prinzip die Ecke, die wir vorher schon gesehen haben. Ja. Auf der Innenseite sieht man es auch noch mal. Da sind unten auch so zwei, drei kleine Ecken raus. Da werden wir also nicht die komplette Spritzwand erneuern müssen, sondern das können wir dann punktuell machen. Das reparieren wir. Ja, dann fehlt noch das Heck. Das ist eigentlich so das, was sehr schade war. Da hatten wir uns eigentlich gefreut, dass das originale Heckabschlussblech noch dran ist. Aber hier gab es dann auch böse Überraschungen. Da hat sich also auch jemand ausgetobt und da mit vielen, vielen kleinen Blechen da was Neues eingesetzt. Es ist halt noch das Originale, aber nur noch zu 50% kann man sagen. Der Rest ist schon mal irgendwas drüber gekommen. Aber hier ist halt noch das Blech mit der Haarprägung, mit dem richtigen Verschluss. Ja, kann man jetzt, also haben wir schon wesentlich schlechtere gehabt, wesentlich schlechtere gemacht. Alles machbar, kein Problem. Windschutzscheibenrahmen komischerweise gut. Koffer am Boden in Ordnung. Wenn einer vielleicht einen Tipp hat, wo es für den hinteren Querträger oder ob es für diesen hinteren Querträger auch nur die Ecken einzeln gibt oder ob es den wirklich nur in komplett, ja, in der handgemachten Form, wo es halt ziemlich teuer ist, gibt oder ob man sich was selber anfertigt. Wenn ihr da mal einen Tipp habt, dann schreibt das mal in die Kommentare, wäre gut. Weil, ich sag mal, bis hier ist er ja top, bräuchte nur das äußere Stück. Und die A-Säulen unten sind jetzt auch, habe ich schon wesentlich schlechter gesehen, sind bis zu dem Loch auf der anderen Seite ja auch. Sind sie echt gut, das ist nur hier unten. Aber gibt es ja auch A-Säulenabschnitt, gibt es ja auch das Reparaturblech in guter Qualität. Ich habe schon wesentlich schlechtere gesehen und auch wesentlich schlechtere gemacht. Ja, und eine Sache haben wir noch hier oben. Das sieht man sehr schön. Hier war ein Zugscheinwerfer drauf, das war schon bekannt, das hatten wir schon gesehen. Und hier oben war, das ist eine Delle, die haben wir noch nicht bekannt. Bekannt, gekannt. Und ich bin ganz irritiert gerade im Moment. Das ist der Mann, der einen Elektroantrieb in einem SQP cool findet. Ja, natürlich, das war ja auch cool. Ich habe noch gebrüllt, Blasphemie, Blasphemie, war nichts zu machen. Ja, ich denke, dann sind wir auch schon so weit durch. Heute mal ein kürzeres Video, kurze Bestandsaufnahme. Und ja, wenn es euch gefallen hat mit Nils im Hintergrund, Like da lassen. Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.